Cesora, Italy. Cesora hier, schauen Sie sich das nochmal an. So macht man sich zum Sympathieträger. Alle hier wollen Sie ihn gewinnen sehen. Aber was hat die Möglichkeit für einen Cesora, sich ranzuschieben und ein paar Punkte zu sammeln? Der Mann aus England, einer der gute. Ja, wilder Versuch von Cesora. Er ist offen. Vitali Klitschko, er wäre zu treffen. Genau das, worauf diese Gegner häufig hoffen, weil man das auf dem Video so schön sieht. Da sind doch genug Lücken, die man könnte. Zum Beispiel mit solchen Hut mit der linken. Oh. Und die gute Deckung. Und auch hier Herausforderer ist Derek Cesora. Aber durch die etwas besseren Treffer eine Klitschko-Runde. Das Problem ist auch, wenn er rückwärts geht, die Fußstellung ist es dann schwerer, wirklich Kraft zu entwickeln. Man nimmt sofort ein Kampfname. Sitcom im Fernsehen. Da hat er sich. Er marschiert, er schlägt. Okay. Wurde auch ein bisschen brennt. So was ist möglich und das behindert natürlich, dann um da genauer hinschauen zu können, aber das wird sich. Ja, die Deckung muss weg und dann soll der auch richtig wegzuwischen. Das sind gute Aktionen. Sobald Cesora. Der bewegt sich da ordentlich und holt das. Gutes Tempo von Cesora. Wieder so hofft man bei Cesora. Gut gekontert. Und springt wieder ran. Komfortable Führung, aber eben vielleicht auch so ein Hoffnungsschimmer für Cesora, dass er sieht, ganz unmöglich ist es nicht, eine Runde zu gewinnen. Und auch startet, was er versucht, das zeigt, er hat einen Plan und er versucht. Da ist die Deckung geschlossen, da kann Klitschko nicht durch. War noch nicht unterbrochen, dass es noch kein Break-Kommando gab. Kontrolliert von Vitali Klitschko. Unten noch spannend. Ja, auf den Weltmeister dahinter. Es ist einfach so. Es ist ein bisschen wie beim Auto. Höchstgeschwindigkeit können Sie da nicht erreichen. Und von dem Cesora mehr zu drücken. Das ist okay für die eine oder andere Runde, aber umstellt oder überhaupt umstellt. Da ist er offen. So offen. Aber gegen Shannon Briggs nur ein Punkt. Muss sich steigern. Eine Riesensensation. Soweit ist es natürlich nicht. Klitschko liegt nach Punkten vorne. Aber hier, der kommt. Der ist wild. Der ist mit diesen Haken. Und das ist gefährlich, weil eigentlich ein Konter kommen könnte. Aber es kommt kein Konter. Klitschko. Und dieser Infight, dieser Nahkampf, das ist nicht unbedingt. Hält sich auch mal ein bisschen weg. Cesora nimmt den Schläger. Ja, kommt nicht richtig mit dem vollen Hammer durch. Da war die rechte. Geschoben, aber im Kampf. 100. Und Vitali mit 124 Runden. Hat er mehr verloren in diesen besagten Runden zuvor. Die achte Runde, das ist die Runde, wo Cesora gesagt hat, wenn das so weiterläuft, dass ein Cesora. Kann das am Ende auch auf den Punktrichterzetteln bedeuten, dass diese Dinger natürlich. Weltmeister Vitali Klitschko hier nochmal zu sehen. Und dann. Cesora gegeben hat. Dann braucht man die
Da habe ich Chisora stärker gesehen. Wie man hier sieht, also nach vorne zu gehen, ihn zu drücken schon mal. Und ihn unter dieser ja, wilde Aktion. Die Leute vorher auch probiert, Niederlagen. Unpräzise, aber er ist da und er ist klar in seinen Aktionen. Oh, das ist eine gute Idee, wäre gegen Klitschko anzutreten. Da hat er Chisora überhaupt keine Chance gegeben, aber dafür hat er sich hier richtig. Nochmal die rechte. Fällt ein bisschen hinterher. Wilder Versuch nochmal. Da lag alles drin. Alle Wut und alle Hoffnung, dass das doch noch klappen kann. Heieiei. Ein richtig hartes Stück von Klitschko. Wir wollen hoffen, dass das nur nicht. Aber es ist kein Fehlurteil, keine Frage. Er hat seinen Titel hier erfolgreich und auch fett. Da ist der Weltmeister der vier.